Ja, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr hier seid im Zoom-Raum und auf YouTube. Ja, schön auch, Debaseto und Corinna zu sehen. Corinna wird nachher wahrscheinlich die Fragen vorlesen. Danke. Genau. Ja, und wie vielleicht einige, die meisten von euch wissen, wir sitzen einfach am Anfang gerne einfach in Stille, formlose Stille, ohne Anleitung, einfach die natürliche Möglichkeit, in Resonanz zu sein mit dem, was im Hintergrund immer da ist. Und dann gibt es nachher Raum für Fragen, Gespräche, vielleicht weitere Anregungen. Okay. Ach so, noch ganz kurze technische Informationen. Für die Zoom-Teilnehmenden, ihr könnt euer Mikrofon im Moment noch nicht selbst einschalten. Wenn es nachher Fragen gibt, dann hebt einfach die Hand und dann schaltet das Team von Jetzt TV das Mikro ein. Es gab irgendwie anscheinend Schwierigkeiten damit, dass Leute da irgendwie Belästigungen gemacht haben von sich aus. Ist nur ein kleiner Zwischenschritt, aber ich denke, das genau geht dann ja auch, ne? Gut, weil während der Stille könnt ihr euer Mikrofon jetzt nicht einschalten. Können wir einfach alle still sein. Okay. Ja, nochmal herzlich willkommen im Satsang. Hallo. Hallo, da. Danke für diesen Raum. Kann man mich gut verstehen? Ja. Ja. Dann kann Danke man. nochmal für diesen Raum. Ja, schön. Gerne. Ich würde gerade den Zustand, der jetzt gerade hier ist, wenn ich in Stille gehe, passiert das öfters, auch jetzt gerade. Da komme ich, als wenn ich so in der Spirale falle, also wenn ich still bin, dann ist so ein Fallen, und zwar so ein Drehen, Fallen. Dann komme ich so runter und dann wird da sofort gedeckelt. So, Vorsicht jetzt, so, da kommt dann so, möchte ich mich festhalten. Dann ist hier in diesem Bauchgegend ein, als wie wenn das, was drunter ist, beschützt werden will oder so, Vorsicht, so nicht weitergehen. Da ist dieses, der Schritt der Hingabe oder dieses, lass los. Also so dem Gott hingeben oder dem Leben hingeben. Oder einfach eben diese Kontrolle, dieses Ichlein hier, das Menschlein. Da ist noch zu viel, also ich heiße Sefta, da ist noch zu viel, ja. Der Wunsch, der hier da ist, wird schon erkannt, dass es auch nur ein im Verstand der Wunsch ist, weil der Zustand ist, wie er ist.
Ja, die Frage so ein bisschen ist, aber auch das ist nur ein Wunsch und Konzept im Kopf. Die Frage ist aber, ich würde gern tiefer gehen. Und da ist dann auch schon wieder die Falle. Wer will denn hier tiefer gehen? Aber ich habe so eine Sehnsucht, ich bin so furchtbar traurig. Ich möchte fallen. Also ich, da ist schon das Wort ich. Hier möchte jemand fallen. Es ist so, das hat diesen Beigeschmack. Ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich nichts kann und dass ich nicht einmal bin. Und trotzdem taucht der Wunsch auf, fallen wollen. Also so endlos traurig. Ja, und die Sehnsucht selbst, ja, Ja, erstmal die auch die mit schmeckt sogar einzuladen. gut. Ja, Ja, das ist ja. eine super Erkenntnis oder Erfahrung, ja, zu merken, wenn sich da ein Ich nach größerer Weite oder tieferem Fallen sehnt, und die ist ja auch nur eine Idee, dass das Ich von diesem Fallen eigentlich getrennt ist, ja, und trotzdem ist dieses Sehnen einfach erstmal zu spüren, kann Teil des tiefer Gehens oder eigentlich, wie du es auch dich selbst so korrigiert hast, tiefer Fallens auf eine Art sein, so. In dem Sinne, die Sehnsucht ist die Sehnsucht nach dem Göttlichen. Die Sehnsucht nach noch mehr Resonanz damit vielleicht. Und das ist okay. Die Sehnsucht danach, dir zu erlauben, dich noch mehr in die Hingabe hineinschmelzen zu lassen und zu öffnen vielleicht, ja? Ja, dann bleibe ich einfach in dem Zustand und im Satsang und erlaube mir einfach mal geschehen lassen. Ja, und wer weiß, schau, oft ist es so, dass wir uns fast wie selbst in was hineinhypnotisieren, indem wir dem eine gewisse Form von Aufmerksamkeit geben, ja, und das ist wie, oh, ich sollte fallen und da ist aber ein Deckel und da ist aber ein Festhalten, ja, fast wie, als ob du das dadurch machst, ja, eher als, schau, ich bin mir sicher, ob du es bemerkst oder nicht, dass es ganz viele Momente in deinem täglichen Leben gibt, wo Hingabe geschieht. Ja, sei es nachts im Schlaf, da verschwindet alles. Hey. Ja, da lässt du dich fallen, da lässt du dich in den Schlaf fallen und da löst sich einfach alles. So, also wie wäre es dir zum Beispiel allein das zu erlauben, einfach da so ein bisschen umzufokussieren und wahrzunehmen, ah, wie viel, wie oft Hingabe schon geschieht. Und die Dankbarkeit dafür zu genießen. Und dann darf sich's vielleicht von da aus einfach so ein bisschen einladend ausweiten, ja, dass mehr so die Anteile in dir, die vielleicht ein bisschen erschrecken oder Kontrolle behalten wollen oder das deckeln wollen, ja, dass die wie Zutrauen fassen können und merken können, ah, schau mal, eigentlich gibt's schon so viel Hingabe und so viel Tiefe und Weite und selbst die Sehnsucht an sich ist eigentlich vertrauenswürdig. Ja, und dann darf sich vielleicht das, was dann noch zurückschreckt, auch nach und nach einfach Zutrauen fassend da hineinlösen. Vor dem Gespräch jetzt hätte ich jetzt, also der Verstand hätte jetzt hier gesagt, nee, Hingabe geschieht zu selten oder kaum oder wenig oder die richtige Hingabe, obwohl es gar nicht wissen kann, was Hingabe ist, aber ich hätte unterschrieben und hätte gesagt, ich hab's nicht. Aber als du sagtest, Schlaf, Tiefschlaf, ganz ehrlich, jeder Schlaf, jeder traumloser Schlaf und jeder Mensch und jeden Abend, also jede Nacht, wir haben es alle und das ist das Erschreckende und ich hätte trotzdem untertags hätte unterschrieben, ich hab's nicht. Ja, Ja, vollkommen. und schau. Und dann wirst du vielleicht neugierig zu bemerken, wie Ja, oft am ja, Tag ja. Hingabe geschieht und du sie einfach gar nicht bemerkst, weil dein Fokus einfach, Ja, und das ist für uns alle so weil hier der voreingestellt Plappere quasi. sagt, ich hab's nicht. Ja, Hier ist genau. laut, Ja. das Laute hier, der dann sagt, nein, du hast das noch nicht, Genau. kannst das Ja. nicht. Und wie du sagst, das Geplapper und das Laute, das zieht die Aufmerksamkeit. Da, wo es still ist, das wird in der Regel überhört oder übersehen. Ja. Und das ist so voreingestellt, so ist unser Verstand gemacht, so sind unsere Sinne gemacht, dass sie das Problematische fokussieren und das
wo irgendwas stört, ja, das zieht die Aufmerksamkeit am meisten. Aber das, wo es schon gut ist, das übersehen wir dann leider. Ja, das hat geholfen. Das hilft so, die Kontrolle ein bisschen so gleichgültiger zu sehen. So ein bisschen Ja. ist nicht schlimm, so ein Und bisschen vielleicht fast so ein nerven. bisschen durch die Hintertür zu entspannen, weißt du, die schon offen ist. Ja, dann brauchen wir gar nicht so an der Vordertür zu rütteln, Ja. sondern da ist schon ganz viel Offenheit. Danke. Ja, Ja, danke für den schön. Bericht und ja, auch für diese Erinnerung daran, dass ich meine, ja, dass wir halt alleine diese Stelle abends, wenn wir einschlafen, ja, lässt eigentlich jeder Mensch sein gesamtes Geschehen und seine gesamte, sogar die Geliebten, wenn du neben einem geliebten Menschen einschläfst oder irgendwie einen tollen Tag hattest und noch das nachschwingt, selbst das lässt du los, ja. Da wird losgelassen von allen, ja. Sonst könnte man nicht in den Schlaf fallen. Also Hingabe ist gar nicht so weit weg. Ist nicht bewusst, aber trotzdem ist das auch Hingabe. Und dann so die ganz vielen kleinen Momenten, einfach nur ein Stückchen Essen genießen, einfach wirklich dabei zu sein, zu schmecken. Oh, ja. Oder eine Bewegung, eine Berührung mit dem Boden beim Gehen. Und man vergisst alles andere. Oder so viele andere Möglichkeiten, das, was man sowieso genießt. Bewegung, Klänge, hören, lauschen. All diese kleinen Momenten von dein Wille geschehe, von einverstanden sein mit dem Leben, von Selbstvergessenheit, ja, Ich-Vergessenheit eigentlich, ja, und dann zurücksinken in dieses allumfassende Selbst. Und ich würde auch sagen, ich spreche noch weiter mit dir, aber es gilt eigentlich auch für universell für uns alle, auch diese Impulse zu kontrollieren und festzuhalten. Gerade da, wo wir merken, eigentlich zeigt sich sogar noch mehr Hingabe, noch mehr Tiefe und Stille. Und dann gibt es Teile in uns, die sagen, aber um Gottes Willen, ja, aber was ist das jetzt hier? Ja, diese Spirale und dieses eigentlich, oh, wenn noch mehr verschwindet oder noch mehr Hingabe da ist. Und das ist okay, ja. Es ist wie. Der Verstand möchte irgendwas halten, sich festhalten. Auch das, damit ist an sich nichts falsch. Vielleicht können wir dann ein kleines bisschen, so wie, ja, manchmal ist es sowas schön, auch mit Händen zu symbolisieren, so, ah, oh, so, es geht in die Spirale runter, so, und dann erstmal halten, und es ist okay, ja. Und dann, wie Pat mal gesagt hat, vielleicht ein bisschen vertraut machen. Ist es wirklich gefährlich? Noch ein bisschen mehr. Oder noch ein bisschen weniger. Festhalten und wissen, wer ich bin oder wissen, was ist. Und das stimmt, das kann ganz schön sein, das tatsächlich sogar so mit den Händen so nachzumodulieren, ja, so. Das hilft manchmal tatsächlich unserem unwillkürlichen, unbewussten Erleben, dass wir das wie mitnehmen, abholen können, ja, so wie, oh, das mal zu machen, wirklich absichtlich dieses Festhaltende, Kontrollierende und dann, oh, das einzuladen, auf die Hände aufgehen zu lassen, loszulassen, was auch immer so, die passende, jeweils für dich die passende Bewegung oder Geste wäre, die diese Hingabe symbolisieren würde. Und dann braucht es auch wieder keine Geste. Es ist nicht unbedingt ein körperliches Geschehen. Manchmal ist es hilfreich, oder damit kann man experimentieren. Aber letztendlich ist es sozusagen der Denkmuskel, der sich da irgendwie anspannt. Also, und dann in dem Sinne war auch schön, wie dieses Lösen und dieses Weichwerden wieder. Ja, es war so mein Geschmack jetzt, dass die Geschmäcker von der Stelle sind ja immer wieder anders so. Aber als wir in so einer Stille zusammengesessen haben, habe ich gedacht, oh ja. Ist wie auch so ein Schmelzen, ja, immer wieder das, was so hart ist und kalt, manchmal eingefroren, wenn das so dieser Wärme der Stille ausgesetzt wird, dann darf das einfach weiter schmelzen. Und vielleicht erfüllt die Sehnsucht sich dann selbst. Ja, schön, dir zu begegnen. Sehe ich da. Es gibt schon Fragen im Chat. Ja, Die Sandra okay. fragt: Ja, danke. Warum bin ich Ja. unzufrieden?
Und es genügt mir nicht, was ist, was fehlt mir denn? Warum lenke ich mich ab? Ist mir das zu langweilig? Oder laufe ich weg vor dem, was ist, der Einfachheit? Ja, das ist eine sehr weit verbreitete Gewohnheit des menschlichen Geistes, scheint's, ne? Unzufrieden zu sein und zu glauben, wir wollten irgendwas anderes haben als das, was ist, oder mit dem, was ist, wäre irgendwas nicht in Ordnung oder würde nicht genügen. Und immer wieder eine Entdeckung, ja, wenn wir diese Ideen von Langeweile oder was das dann wäre, beiseite lassen können oder tatsächlich auch das untersuchen können, sogar und dahindurch da bleiben und entdecken, wie viel erfüllender das dann ist, wirklich hier zu sein. Kann sich lohnen, immer wieder diese Erfahrung zu machen. Aber es ist eine starke Gewohnheit. Es ist eine starke Gewohnheit des menschlichen Geistes, was anders haben zu wollen. Und Ja. darin dann keinen Frieden zu finden, ja. Und überhaupt, ja, die Frage, warum bin ich unzufrieden, ist natürlich auch spannend. Das ist auch eine Suche nach Erklärungen. So, das ist, und das ist ja ein Teil des menschlichen Verstandes auch, dass wir ja diese Warum-Frage stellen können und nach Gründen suchen. Und ja, das ist auf bestimmten Ebenen ja auch sogar berechtigt, ja. Aber es ist die Frage, auf dieser, wenn du dich wirklich Interesse an dieser tieferen Zufriedenheit hast, ob diese Warum-Frage überhaupt nützlich ist, Ich ja. glaube, was wir oft meinen mit der Warum-Frage ist, wie komme ich da raus? Oder wie Genau. kriege ich es verändert oder gelöst? Vermute ich mal einfach. Aber dann wäre die Ausrichtung natürlich eine etwas andere. Ja, dann ist es mehr, dann ist die Rückfrage erstmal in dem Sinne, wo möchtest du denn hin? Und ich meine, klar, können wir jetzt, ne, das ist immer so ein bisschen tricky natürlich mit diesem Chat. Wir wollen niemand hier einfach irgendwas unterstellen und uns nicht irgendwie, ja, und uns da nicht einfach irgendwas ausdenken, was jemand damit meinen oder wollen könnte. Aber wir brabbeln einfach mal so weiter, bis du uns unterbrichst und sagst, nee, war ganz anders gemeint. Ja, und es könnte statt der Warum-Frage, also so verständlich, ne, sozusagen, wir würden eher dazu einladen, dann ruhig erstmal der Unzufriedenheit zu begegnen auch, ja, und nicht so sehr im Kopf, in dem Fragen warum und so, auch nicht so sehr in sofortigen Lösungsversuchen, sondern was ist eigentlich die Unzufriedenheit? Wie fühlt die sich gerade eigentlich im Moment an? Ja, wie merkst du das im Körper? Wie spürst du das? Wo ist die zu finden? Ist das eine Anspannung oder ist das eine Härte oder und auch welche Emotionen sind damit verbunden? Ja, das ist auch ein Teil der Unzufriedenheit, dass wir auf der einen Seite erstmal irgendwie Unzufriedenheit ist noch keine Emotion auf eine Art. Ja, es ist so ein bisschen so ein Zwischenzustand. Wir vermutlich brodelt da was oder wird da auch was erlebt an Gefühlen und vermutlich auch dann. Ist das nicht nur vermutlich, das ist eigentlich mit Sicherheit, ist nahezu eine totale hundertprozentige Sicherheit, dass wir so eine Art Ist-Soll-Diskrepanz erleben. Wir fühlen uns irgendwie, ja, aber wir wollen uns anders fühlen. Ja. Und das macht diesen Spannungsbogen aus von, kann nicht in Frieden sein mit dem, was ich gerade erlebe. So, insofern wäre die Einladung auch immer wieder zu spüren, was ist denn die direkte Erfahrung von, in dem Fall sogar Unzufriedenheit. Ja. Und sich damit vertraut zu machen, dass vielleicht ist gar nicht daran liegt, dass es gelöst werden muss, im Sinne von irgendwo hinkommen, sondern mehr eine Neugier für, wie fühlt sich das die Unzufriedenheit denn gerade jetzt an? Und muss die wirklich vermieden werden oder kann die sogar spannende Erfahrung sein, wenn es irgendwo kribbelt oder Gefühle da sind? Wie wäre es, dich der Unzufriedenheit sogar zuzuwenden? Und sie direkt zu erfahren, sie zuzulassen erstmal. Und dasselbe gilt für die Langeweile auch eigentlich. Oft ist Langeweile entweder so eine Art Deckelung von, da will irgendwas nicht gefühlt werden. Und deshalb ist es
dann irgendwie betäubt oder langweilig. Ja, sonst, wenn wir voll bewusst hier sind und diesen Moment wirklich voll erleben, dann ist jeder Atemzug ein Abenteuer. Da kann in dem Sinne eigentlich kaum was langweilig sein. Oder Langeweile kann so eine Art Entzugsphänomen sein. Ja, wenn wir es sonst sehr gewöhnt sind, in einem Drama unterwegs zu sein oder eben in so einer Diskrepanz oder in einem Kämpfen, dann gibt es sowas wie so ein, ja, wenn es dann still wird und ruhig und eigentlich nichts los ist, was eigentlich auch als wirklich Frieden genossen werden kann, dass wir aber einfach so gewöhnt sind, in so einem Aufruhr zu sein, dass das so in dem Sinne langweilig scheint. Einfach während die Stresshormone den Körper langsam verlassen, so gibt es dann erstmal so einen Ausnüchterungseffekt. Und klar, in dem Sinne kann sich auch das unzufrieden anfühlen, ja. Ich glaube, so ein bisschen klang ja auch das raus, so wenn ich mich richtig erinnere jetzt an die Frage, ja, dass es dann da irgendwie so scheint, als ob irgendwas anderes gewollt würde, als wenn hier gerade nichts passiert. Und dabei vermute ich mal, dass es da durchaus auch schon Entdeckungen, Geschmäcker gibt dessen, was für eine Wohltat das eigentlich ist, wenn überhaupt nichts passiert. Dazu passt die nächste Frage von Lisbeth. Sie schreibt dazu: Gute Frage. Mir scheint auch, dass manchmal das Suchen so anstrengend ist, dass ich lieber irgendeinen Scheiß im TV schaue. Dabei könnte ich auch bei dem Schauen völlig bewusst sein, klappt aber nicht. Ja, gut, oft ist es tatsächlich ja auch so angelegt. Ja, Fernsehen ist ja in aller Regel genauso angelegt, dass es dich in einen hypnotischen Bann ziehen soll. So, und in dem Sinne von einer wirklichen wachen Bewusstseinsebene eher runterziehen soll auf eine Weise. Und ja, wahrscheinlich auch in dem Sinne, was der mehr oder weniger unfreiwillige Auftrag der Zuschauerinnen ist, irgendwie bitte betäub mich. So. Und klar geht es da dann eben den Teufelskreis, ja. So im Sinne von, dass da auch so eine Konsumenten-Konsumier-Haltung gefördert wird, zumindest. Und oft ist es so, dass wir uns ablenken tatsächlich von der Unzufriedenheit und sie kompensieren wollen mit Ablenkung. Ja? Und das ist eine, in der wirklich authentischen Suche nach Freiheit braucht es auch diese Bereitwilligkeit, dem zu begegnen, was da an Leiden, an Unzufriedenheit ist. Ja? Und in dem Sinne, nicht als ein Dogma, dass man kein Fernsehen gucken soll oder dass Ablenkung total blöde ist. Ab und zu ist Ablenkung total nützlich, ja, so. Aber wirklich daran interessiert zu sein, dem inneren Erleben zu begegnen, gerade wenn sich's leidvoll anfühlt, wirklich innezuhalten, wirklich eventuell auch das Alleinsein und dem alleine zu begegnen und neugierig zu sein, was ist denn jetzt wirklich hier? Und auf Ablenkung zu verzichten. Ich würde sagen, in meiner Erfahrung braucht es diese Entschiedenheit, wirklich wissen zu wollen, was ist hier los? Was ist die Unzufriedenheit? Und wie wird die konstruiert? Und gibt es eine andere Ebene? Sonst können wir uns ewig ablenken. Das ist, ich meine, das ist und gerade jetzt sozusagen die Kultur jetzt, ja, mit Handy und ja, du kannst ja den ganzen Tag und Nacht und es gibt ja nicht mal mehr Programmpausen, ja, als ich noch Fernsehen geguckt habe, so als Jugendlicher, da war irgendwann um 00:30 nachts oder 01:00 oder 00:30 war dann so noch Schnee, ja, so. Sendeschluss. Den Begriff gibt es gar Sendeschluss, nicht kennt ihr das mehr, noch? Einige von euch, ne, nur, weil die Sender wurden abgeschaltet und dann ist nur noch so ein Schnee da, nicht mal mehr ein Testbild oder so, ja, das kennt ja auch keiner mehr, so, so ein Testbild, das war schon ruhiger, aber der Schnee, und ich fand das immer toll, weil da bin ich immer wunderbar eingeschlafen dann. Ja. Erst die Krimis gucken und die Horrorsendung und so weiter und dann, das hatten wir ja heute leider nicht mehr, immer irgendwas zu sehen. Und dann noch
diese Aufmerksamkeitsräuber, ja, diese, ja, Facebook ist ja noch einigermaßen ruhig, aber ich meine, ich habe jetzt mal in TikTok reingeschaut, schon lange, also immer mal zu sehen, was ist denn da los, so, wie geht's denn das, und dann immer diese Videos und dann noch eine Minute und dann ist noch was Spannendes und noch was, ja, und dann immer nur so ganz kurz, ja, man lässt sich kaum ein und schon das nächste und schon bist du eine halbe, eine Stunde irgendwie wieder abgelenkt mit anderen Sachen, ja, also in dem Sinne, ich weiß jetzt nicht, warum ich darüber rede, aber das ist so eine Einladung wirklich. Was willst du wirklich? Willst du diese Aufmerksamkeit dir rauben lassen? Das ist ja meistens sogar noch neoliberal, versuchen da irgendwelche Tech-Firmen sozusagen das Wertvollste, was du hast, irgendwie abzuziehen, ja, für ihre Produkte und ihre Daten, dass sie das sammeln können. Und wollen wir das? Oder was wollen wir wirklich? Wo wollen wir unsere Aufmerksamkeit wirklich für sammeln? Ja. So eine we wesentliche Frage immer wieder. Denn sonst ist es so, ich meine, ne, wir können dann immer mal wieder ein Satsang-Video gucken und so weiter. Und es ist schön, dass dann auch bei vielleicht bei TikTok sogar mal, ah, oho, da ist mal ein Satsang-Video, ja. Aber selbst das, ja. Eine Eine Minute. Minute oder so, oder Okay. drei oder so. Dann. Und vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, dann innezuhalten und wirklich bewusst zu schauen, wie will man das auch konsumieren, ja. Aber das stimmt, in dem Sinne ist das auf eine Weise eine Form von Anstrengung oder sagen wir Entschlossenheit zumindest und die Kraft, die es braucht, um da gegen den Mainstream anzuschwimmen, ja, oder das, was dir wirklich deine Aufmerksamkeit abziehen will sogar, ja. Ein kleiner Trick, den ich da vielleicht noch mitgeben mag, so wäre, finde ich, ganz hilfreich oft dann, um eben diese Anbindung, diese Motivation zu stärken, gerade solche negativen Gefühle mal wirklich bewusst. Und das kann manchmal helfen, im Sinne von, wenn du dir dessen bewusst wirst oder klar wirst, dass das meinetwegen ein kindliches Erleben ist, ja, das willst du nicht im Stich lassen, das willst du nicht einfach vorm Fernseher abstellen oder ja, irgendwie wegschicken und weiter fernsehen und dich davon ablenken und hypnotisieren lassen. Ja, so in dem Sinne finden wir das oft eben auch so hypnotherapeutisch sehr sinnvoll und hilfreich, das wirklich mal Gestalt annehmen zu lassen, dieses Gefühl. Und damit auf die Weise Kontakt zu machen. Und das kann dir oft helfen, diese Anbindung und diese Motivation zu stärken, zu sagen, nein, da gibt es was, was wichtiger ist, als dich vom Fernseher hypnotisieren zu lassen. Okay, So. das ist, ne, das ist manchmal was, wozu wir anregen. Das könnte jetzt sein mit der Unzufriedenheit oder sowas. Ja, Ja. die, wenn das eine Gestalt hätte, wenn es Wie eine wer oder Energie was? wäre, In dir die ist da da irgendwie hibbelig unzufrieden ist und oder braucht ja, was, ja. wenn das eine Gestalt hätte, ein Kind wäre, ein Wesen wäre, ein Tier wäre, was irgendwie so auf diese Art und Weise unzufrieden wäre, ja. Ist eine Möglichkeit manchmal so. Nur fast nur, braucht ein bisschen Imaginationslust, sag ich mal, oder manchmal taucht das von alleine auf. Und dann, ja, so, ne, so habe ich dich jetzt verstanden, wirklich auch das zu achten, diesen unzufriedenen Teil in mir als ein etwas zu achten, was ein Signal hat, ja, was vielleicht irgendwas braucht, ja, was vielleicht sich meldet und eben nicht umsonst unzufrieden ist, ja, sondern. Und dann wiederum kann das seine eigene Energie gewinnen sogar. Dann ist das nicht mehr unbedingt nur eine Suche, die anstrengend ist und was du machen musst, sondern da ist dann tatsächlich auch eine Energie, die dich unterstützt darin, dich dem zuzuwenden oder wo es sogar auf eine Weise wirklich schöner und zumindest befriedigender ist, dich dem zuzuwenden und damit zu beschäftigen, als einfach sinnlos deine Aufmerksamkeit abziehen zu lassen und stromabwärts schwimmen zu lassen. Peter schreibt: Geliebte, wie und was soll man sein im Satsang mit erleuchteten Mystikern, damit man sich selbst realisieren kann? Dankeschön und alles Gute. Wie und was soll man sein? Im Satsang mit erleuchteten Mystikern, damit man sich selbst realisieren kann.
Wie wäre es, wenn das Soll wegfällt? Ja? Und überhaupt die Idee, wie und was zu sein, ja. Ich meine, das ist die Einladung der mystischen Tradition, diese Idee, dass wir irgendwie und irgendwie jemand sein sollen, dass das einfach zu viel ist, ne? In dem Sinne. Oder zurück zu dem, wie wäre es, wenn du einfach bist, was du bist, ohne eine Idee davon, was du bist und schon gar nicht, was du sein solltest. Das ist die Einladung. Und möglicherweise ist die Sehnsucht nach dieser Selbstrealisation genau die Sehnsucht danach zu erkennen und dich zu erleben als ungetrenntes, einfach sein, gerade nicht irgendwie oder irgendwas. Und schon gar nicht, ja, im Sollen klingt für mich auch so mit, als ob da was dran gemacht werden könnte oder müsste. Also mir eine Erlaubnis, dich auch davon zu entspannen und mehr wahrzunehmen, was schon hier ist. Was dasselbe selbst ist in uns allen, ja. Auf eine Art sagen, können wir sagen, ja, wir sind interessant übrigens, dass du Mystiker erwähnst. So, ne, bei mir ist es ja immer, ich bezeichne mich ja jedes Jahr ungefähr anders so, ne, wenn überhaupt, mag ich ohne jede Bezeichnung zu sein, ja, was die tiefste Realität ist. Aber manchmal so bestimmte Rollenbeschreibungen sind dann schon auch passend oder angemessen und werden manchmal erwartet und werden immer bedient. Ja. In letzter Zeit sage ich auch, oh ja, bezeichne ich mich mal als integralen Mystiker. Ja. Aber Mystik heißt tatsächlich, ja, diese Bereitwilligkeit, nichts zu sein, nichts und alles. Ja. Mystik heißt eigentlich, kommt von unfassbar. Ja. Ist eben nicht das, was wir normalerweise irgendwie zu fassen glauben zu können, sozusagen. Unsere relativen Identitäten, da können wir ja, scheint ja so, als wenn wir was fassen können. Hier ist ein Körper, ja. Ihr spürt euren Körper und es scheint so zu sein, dass da etwas Festes ist. Ja, ihr spürt eure Gefühle und sagt, ach ja, ich bin so ein Typ, eher extrovertiert oder introvertiert, das wird fassbar. Meine Meinung, die kann man auch irgendwie scheinbar fassen oder bestimmte Charakterzüge und solche Sachen. Ja. Aber das, was wir wirklich sind, was ist davor? Ja, das nimmt alles wahr und ist auf eine Art gar nicht fassbar und trotzdem dann so viel wirklicher als all das andere, weil das andere kommt und geht, verändert sich ständig. Unsere Identitäten auf der relativen Ebene, ständig Veränderung. Gefühle verändern sich, Körperempfindung, Körperzustände verändern sich. Räume verändern sich, Situationen verändern sich. Und dann ist das da, was das alles wahrnimmt, in dem das alles stattfindet. Und das sind wir alle. Also als das da zu sein. Und das zu lieben ist schon mal eine schöne Grundhaltung. Ja, Liebe ist immer eine Form von Offenheit und Empfänglichkeit. Und lädt die Intimität damit ein. Lisbeth schreibt nochmal, vielen lieben Dank, das Fernsehen war nur ein Synonym für Ablenkung. Und ich habe die Gefühle fast völlig aus den Augen verloren. Befinde mich überwiegend im Kopf. Vielen Dank für die Erinnerung. Ja, danke für die kurze Rückmeldung. Genau, und das ist eine Empfehlung, die wir öfter geben, einfach manchmal zurückzukehren, tatsächlich zu dem emotionalen Erleben, weil das ist oft das, was verdrängt oder abgewichen wird oder ja, abgelenkt wird. Ja. Und das ist eigentlich eine sehr einfache Art und Weise, da zurückzukehren, ist einfach mal sich zu fragen, welche, sage ich mal, der drei Basisgefühle, man kann manchmal auch vier oder fünf nennen. Ja. Manchmal ist es ein Misch. Manchmal ist es ein Misch, ja. Aber es ist sowas wie Angst, ja, Wut, Traurigkeit, Scham könnte man auch sagen, manchmal auch sowas wie Ohnmacht. Ja. So, und da eine Mischung daraus. Manchmal sogar Freude. Freude. Liebe. Ja. Auch positive Gefühle. Ja,
oder Frieden, ja, und dann sagen die so, oh nee, langweilig oder kann ich mir nicht erlauben oder ist zu intensiv, ja, sogar vor Freude oder Liebe wollen wir dann manchmal weg, weil auf eine Weise, klar, auch das irgendwie diese vermeintliche abgetrennte Ich-Identität auflösen würde. Und das wäre doch die gute Nachricht, oder? Und sich da einfach mal zu fragen, ja, was nehme ich denn, was ist dann gerade die emotionale Qualität meines Erlebens? Ne? So ein paar Kategorien. Ja? Eher ängstlich, eher freudig, eher wütend. Und dann da zurückzukommen. Und dann ist es immer eigentlich wirklich spannend, wenn wir dann die Offenheit haben, okay, ja, das darf doch hier gefühlt werden vielleicht. Hat vielleicht seine Berechtigung einfach als, oder es ist da, zeigt sich so. Und dann damit zu sein, ist oft schon sehr viel befriedigender. Und dann könnte es so eine Art Durchtauchen manchmal geben oder hineinschmelzen oder explodieren oder was. Und dann vielleicht wieder was eigentlich, was jenseits von Emotionen ist, was total eben kein Gefühl ist. Michael fragt, ist unser Ich-Gefühl nur eine Halluzination unseres Gehirns? Ist da überhaupt wirklich jemand da? Naja, da sind sich ja fast mittlerweile alle einig, sowohl die Neurowissenschaftler als auch die Mystiker, sage ich mal, die kommen da fast zusammen, ja, dass Ich im Gehirn gar nicht so zu finden ist, jedenfalls nicht in dieser Idee, dass da ein Ich-Zentrum ist, was ja unser Leben wahrnimmt, wie so ein kleiner Beobachter im Gehirn und vielleicht auch noch sogar selbst entscheiden kann und sagt, ich gehe jetzt rechts oder ich gehe links, ja. Das wird ja tatsächlich, wie man da, die suchen da sozusagen danach oder haben danach gesucht eine Zeit lang, ja. Aber, also die Neurowissenschaftler jetzt, ne, und gefunden, das ist gar nicht so der Fall. Ich meine, der letzte Stand, den ich so gehört habe auf der Ebene, ist, dass sie zumindest sagen, wenn man es irgendwie solche Ich-Sachen neurowissenschaftlich betrachten will, gibt es mindestens 6 bis 7 oder 8 Zentren, die irgendwie sozusagen nur zusammenschwingen und dann gibt es irgendwie solche Phänomene wie ein Ich-Bewusstsein. Ne? Und natürlich auf einer relativen Ebene glauben wir ja alle irgendwie, dass es da sowas gibt. Es ist ja schon erstaunlich, dass wir uns so täuschen können. Ja. Dass da irgendwas erzeugt wird, wo ich denke, ah ja, ich weiß, was das ist. Ja. Ich habe ein Bild von mir. Ich habe die Idee, ich könnte handeln aus eigenem Antrieb. Und all das, ja. Schon spannend, dass das so sehr das behaupten kann, obwohl alles, die Neurowissenschaftler finden das, ja, und die Mystiker, die dann wirklich sich erforschen und fragen, Moment mal, ja, was ist denn ich eigentlich? Es wandelt sich ständig so, diese auf der relativen Ebene. Und kommt diese, und geht. Kommt und geht. Geht an und aus. Und dann die Frage, was nimmt das eigentlich alles wahr? Weil irgendwie muss ich ja das sein, was all diese Veränderungen wahrnimmt. Dann kommen wir zum dieser Advaita-Tiefe, ja. Zu, ja, Shankara zum Beispiel, der gesagt hat, ja, was ist denn wirklich, ja, eigentlich das, was kommt und geht, kann eigentlich nicht wirklich sein. Das, was wirklich, wirklich ist, das muss das sein, was immer da ist, was immer bleibt. Und wenn wir da so zurück spüren, uns erforschen, was wird da gefunden? Ja. Was sieht die relativen Ich-Identitäten wie Gedanken, wie ich bin, mein Name, ich bin meine Frau, ein Mann, all diese Identitäten, was ist das, was die Gedanken sieht, den Körper spürt, die Gefühle wahrnimmt? Und wenn wir dahin zurückgehen, und ich gebe da auch keine Antworten, aber das ist die Einladung, dann wieder zurückzusinken in eine andere Dimension. Aber die Mystiker sagen, ich sag's auch,
Da ist eigentlich auch nicht so was zu finden wie ein kleiner Ich-Kern. Ne? Gibt ja dieses Gleichnis mit der Nadel sozusagen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber ja, so manche erfahren es tatsächlich so, sie suchen irgendwie das Ich und versuchen das irgendwie rauszufinden. Und es ist wie, was ist das sozusagen? Als wenn man so durch so ein Nadelöhr irgendwie schaut und es ist eigentlich erstmal eng, aber dann danach ist es irgendwie, oh, was ist das denn? Hier hinter ist ja gar nichts. Da öffnet sich was anderes. Und dann können wir vielleicht wirklich ganz einfach schlicht merken, hier ist Bewusstsein, Gewahrsein. Das kann sich eine Geschichte erzählen von ich bin dieses oder jenes, und es braucht es nicht. Es ist auch ichlos. Es kann sich eine Geschichte von Zeit erzählen, wie ich bin zu diesem Moment und jetzt ist die Uhrzeit und das Datum und das Jahr. Braucht es aber nicht. Es ist auch wie zeitlos. Es kann sich eine Geschichte erzählen, wie wir im Raum sind, dass wir irgendwo auf einem Planeten leben und die Erde und das Sonnensystem und die Galaxien. Aber wenn es das nicht, sich die Geschichte nicht weiter erzählt, wo sind wir dann? Dann dürfen wir uns mal wieder dem öffnen, was eigentlich nicht wirklich fassbar ist. Insofern großes Plädoyer für Ichlosigkeit und das zu erforschen, dass das Ich so nicht existiert. Was aber nicht heißt, dass wir nicht bestimmte Funktionen unseres Ichs auch, ja, dass es sinnvoll ist, darüber zu sprechen, ja. Und auch auf einer relativen Ebene eine Wirklichkeit hat, natürlich, ja. Meine Ramana hat gesagt, der erwachte Mystiker oder der Jnani, ja, der weiß immer noch, dass er, oder er hat sogar gesagt, er identifiziert sich immer noch mit seinem persönlichen Ich. Aber, oder kann sich damit identifizieren, aber er weiß, dass er auch alles andere ist. Das heißt, wir können immer noch einen Bezug dazu. Manchmal verliert er sich, manchmal können wir unseren Körper vergessen und irgendwie, was? Geburtsdatum? Habe ich nicht. Ja. Aber in der Regel bleibt es, und das ist sogar eine gesunde Funktion, zu merken, okay, ja, ich kann mich auch auf meinen Körper, meine persönliche Geschichte, Vergangenheit, Zukunft und so weiter, das oder Pläne irgendwie, das darf auch wieder auftauchen. Ist natürlich sogar, dass es auftaucht. Und trotzdem, wie wäre es, wenn es wäre, so wie es taucht wieder auf, aber gleichzeitig kannst du wissen, du bist auch der Raum um dieses kleine Ich herum. Die Sandra fragt, wie kann ich im Moment versinken und Sicherheit darin finden, in allen Gegebenheiten? Manche Menschen ruhen so in sich selbst und bewohnen bis in jede Zelle ihren Körper. Könnt ihr etwas dazu sagen? Lieber Sicherheit wäre uns finden. jetzt, wir könnten ein bisschen im Kontakt rausfinden, was das für dich genau bedeutet oder was damit individuell gemeint ist. Aber ganz allgemein könnte ich mir vorstellen, dass Sicherheit finden genau der Versuch ist, der dich immer unsicherer sein lässt. Ja, dass es genau das ist, dass diese Suche nach Sicherheit
genau das sein kann, was dir nicht erlaubt, einfach hier zu sein, in deinem Körper zu sein. Und das ist paradoxerweise leider gerade für diejenigen, die am meisten Angst angetrieben sind, beziehungsweise genau genommen von der Angstvermeidung und die am verzweifeltsten nach Sicherheit suchen, leider oft so ein Teufelskreis. Dass gerade diejenigen dann erst recht rausgehen aus ihrem Körper, aus dem Moment in die Horrorvorstellungen oder in die Versuche abzusichern und nicht mehr ganz hier sind. Und das geht halt mal leider nach hinten los dann in der Regel. Das schafft gerade nicht weitere Sicherheit. So in dem Sinne, ja, ist es sogar tatsächlich sicherer, lieber einfach hier zu sein, in deinem Körper, in diesem Moment. Andererseits kann es sehr gut sein, dass das genau nicht sicher scheint und dass es deshalb vermieden wird im Sinne von, ja, eben weil ja, wie wir anfangs ja auch gehört haben, oft dieses Ich-Konstrukt, sage ich jetzt mal verkürzt, die Idee hat, oh, ich müsste irgendwie hier die Kontrolle behalten und wissen, was los ist und dürfte mich nicht einfach in den Moment fallen lassen und alles andere vergessen, weil sich das zu unsicher anfühlt. Also in dem Sinne könnten wir sagen, auch da braucht es wieder die Bereitwilligkeit, dass du dich auch unsicher fühlen kannst, um in dem Sinne dich da hineinfallen lassen zu können, in diesem Moment sein zu können, deinen Körper voll bewohnen zu können. So, ich hoffe, das macht so abstrakt auch Sinn, oder? Ist nicht zu verwirrend geworden jetzt. Keine Ahnung, ob ich eher was wiederhole oder so von dir, aber eben, das ist das Paradoxe, ja, wenn du auf eine Art ist es ja ganz natürlich, dass der Körper nicht sicher ist. Kein Körper auf der, also ein kleines Ich, der Körper, der Geist, unsere Körper-Geist-Seele-Einheit ist natürlich nicht sicher. Da kann jederzeit etwas passieren, ja. Wer weiß. Was ziemlich sicher ist, ist, dass der Körper sterben wird. Ja, Früher oder später. und niemand von uns weiß wann. Also in dem Sinne, ja, das Leben in diesem Körper ist unsicher. Und in dem Sinne braucht es tatsächlich auch den Mut, dich auf die Unsicherheit einzulassen, wenn du in diesem Moment in diesem Körper sein willst. Und eigentlich ist das eine spannende Erfahrung, ja, diese Unsicherheit, der wirklich ins Auge zu schauen, zu merken, wow, es kann jederzeit zu Ende sein. Und ich weiß jetzt nicht, die Leute, es ist ein bisschen Verallgemeinerung, dass so Leute sind, total in ihrem Körper sind, aber das ist die Herausforderung. Wenn du diese Lebendigkeit von Todesangst, von Angst und Unsicherheit in deinem Körper spürst, das kann tatsächlich das sehr Heilsames sein, Sehr lebendig, in diesem Kontakt zu sein mit der existenziellen Unsicherheit, weil das macht dich wach, ja. Das ist wirklich auch das Leben auf der relativen Ebene, dass es unsicher ist. Wenn du da dich mit vertraut machen kannst und das als einen Reiz nahezu empfindest, ja, in dem neugierigen Bewohnen des Körpers, einschließlich der Unsicherheit, dann kann sich etwas in dir entspannen aus dem, es müsste sicher sein. Weil das ist eigentlich das, was dann Unsicherheit erzeugt. Wiederum, ich meine, wir reden jetzt richtig ein bisschen paradox, ja. Aber wenn ich Sicherheit um jeden Preis haben will, boah, das ist anstrengend. Und sehr verängstigend. Wenn ich Unsicherheit zulassen kann und da mich da hinein entspanne, dann entspanne ich mich auch heraus aus meinem kleinen Ich, was überleben, was denkt, es müsste überleben. Und dann entspanne ich mich in das hinein, was weiter, tiefer, auch angstfreier ist. Selbst da wolltest du noch was sagen? Ja. Müsstest du, Hm. das müsste das Ach so, da. Mikrofon Zefter müsste frei. Ah ja, Ja, ja. jetzt. Okay. Weil das jetzt auch dieses Fallen ja wieder ist, also das Thema jetzt Ja. gerade. Die ersten Minuten am Anfang des Chats war ja hier so ein Cut, also so ein Gedeckeltsein und nicht weiter oder nicht fallen lassen können. Die Minuten hat sich so gewandelt,
Da war so eine Erlaubnis oder das zulassen können, da war Vertrauen im Raum, also durch das, was jetzt ist. Und diese Kontrolle, was jetzt alles gesprochen wurde, ne, wurde hier schon auch gesehen. Und dann ist was Schönes jetzt die letzten Minuten gewesen. Durch die Erlaubnis war nochmal, also nochmal Raum kann ich nicht sagen, da waren keine Grenzen mehr da. Und Gepäck hat gefehlt. Eindeutig, da hat wirklich Gepäck gefehlt. Also Last hat gefehlt. Und da war War dann nicht auch, da. genau, weil genau das war nämlich drüber. Da war ein Festhalten und Kontrollieren. Und durch dieses da drüber war so ein, als wie wenn ich was trage, ertrage. Ich ertrage das Leben. Oh, wie schlimm, dieses Drama. Eben der Kopf, dieses Geplappere. Und da war dann, was ganz schön war bei dir, Thorsten, wo du gesprochen hast, war nicht hier sprechen und hier hören, es war ein Sprechen. Ich kann da gar nicht den Raum eingrenzen, weil das wurde gesprochen, aber wo weiß ich nicht, es war ein Sprechen. Und Ja. das war alles oder ist alles so gleichgültig fast, ist auch ne, ich muss es ja nicht einmal mehr, da ist nicht einmal der Wunsch jetzt behalten wollen oder irgendwie, ne, nicht einmal das, das ist so was frei, so, also wollte ich noch einfach ergänzen, weil da jetzt eben das Thema nochmal mit der Kontrolle kam, wenn man hier dieses Ding und diese, ja, auch das ist im Körper alles möglich. Auch das findet statt. Ja, es ist sehr schön. Ja, es war unmühelos. Ich musste gar nichts machen. Das Gegenteil. Das ist wirklich das Gegenteil. Ich konnte für diesen Zustand gerade nichts, weil ich nichts dafür getan habe. Und es ist mühelose. Und du Ich sprichst von dem in der Vergangenheit, ist das wirklich vorbei? Da ist kein Wissen darüber. Also wie wenn was weg ist. Ich weiß es nicht. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Da ist so ein leeres Blatt. Ich habe keine Ahnung. Ein leeres Blatt? Blatt. Ja. Ja. Nicht einmal, also Blatt sage ich, aber da ist auch nicht das Blatt. Es ist so offen. Ja. Ja, Ich weiß nur offen. eben, dass Ja. das Gepäck ist weg und es sind keine mentalen Mauern mehr. Es ist kein, Ja. also Ja. 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 mühelos. Das ist mir sehr wichtig aufgefallen, Ja. weil ich habe nichts dafür getan, dass das passiert ist jetzt oder passiert oder Das stimmt. Denn in dem Sinne die ist auch Erlaubnis manchmal, vielleicht vom Herzen, weil da die Einladung kam, Sefta, magst vielleicht dir das erlauben, kam von dir, ne? Und vielleicht war da einfach so ein bisschen der, ja, danke. Ja. Ja, schön. Dankeschön. Lisbeth schreibt, das ist wirklich so. Ich habe so Angst, die Kontrolle abzugeben, weil dann plötzlich etwas Schlimmes passieren könnte. Dabei passiert sowas trotzdem. Ja, das passiert trotzdem oder manchmal leider sogar mehr. Ja. Ja, die Strategie funktioniert leider einfach nicht und es lohnt sich nicht. Und eben, es ist einfach so oder so, es ist den Preis nicht wert, dass du dir deshalb nicht erlaubst zu leben und hier zu sein und in deinem Körper und in diesem Moment. Und es ist eine spannende Thematik, ne? Mir liegt was auf der Zunge oder was irgendwie noch was anzubieten im Sinne von, ja, dieses Phänomen, dass wir was Schlimmes erwarten, sozusagen, ja.
Das ist tatsächlich ja so etwas, dass wir sozusagen so einen Horrorfilm manchmal anschauen. Nicht immer bewusst, aber oft werden da so Bilder produziert, was Schlimmes passieren könnte, ja. Und eine Möglichkeit wäre tatsächlich, das erstmal einfach anzuschauen und zu sagen, okay, es ist okay und ja, und ich kann die Angst trotzdem fühlen, ja. Ich darf trotzdem hier sein und vielleicht trotzdem die Kontrolle loslassen, ja. Manchmal für manche Teile unseres Erlebens, unseres Nervensystems ist es durchaus auch hilfreich, zunächst mal einen kleinen Zwischenschritt zu machen, sozusagen sich erstmal auch ein Erleben von Sicherheit oder von, ja, von einem positiven Erleben, Vertrauen auch, sag ich mal, erstmal auf einer relativen Ebene zu erschließen, ja. Zum Beispiel, indem man, ne, das ist so eine therapeutische Technik, so, aber ich biete es jetzt mal einfach so kurz mal an. Ihr könnt damit selbst experimentieren, wenn ihr wollt. Wenn ihr mal so eine schlimme Situation wirklich anschauen würdet, so eine Angstfantasie sozusagen, das auf einem Bildschirm sehen würdet, irgendwie, was Schlimmes passieren könnte. Ja, und dann sind wir da manchmal so reingesogen, wie so eine Trance sozusagen, ja. Und manchmal kann es durchaus auch Sinn machen zu sagen, okay, ich nehme noch mal einen anderen Bildschirm, ich schaue mal Gegenentwurf. auf einen Zuversichtsfilm, nenne ich das mal, ja. Auf etwas wie, was wenn nichts Schlimmes passieren würde? Was, wenn auf einmal das eine schöne Erfahrung sich da irgendwie zeigen würde? Irgendwas, was Angenehmes, ja? Auch das können wir sozusagen eine angenehme Fantasie einfach so als Gegengewicht, um nicht in das eine reinzukippen, sondern auch zu merken, okay, ja, das ist eine Art von Zuversicht, Vertrauen in das Leben, das ist auch vielleicht liebevoll, hilfreich sein könnte. Und das kann man durchaus mal so imaginieren. Was könnte vielleicht auch Schönes passieren? Und das Und kann es dann. dem Nervensystem dann halt auf eine Weise leichter machen, sich dem zu öffnen und in diesen Moment hinein zurückzusinken, sich ins Leben hinein zurückschmelzen zu lassen und darin dann tatsächlich diese korrigierende Erfahrung zu machen. Ah, ist vielleicht doch freundlich oder zumindest passiert nicht viel Schlimmeres, als wenn du eh schon das Leiden selber erschaffst, indem du dauernd die Kontrolle aufrechterhalten musst. Und in diesem kleinen, sozusagen, ja, so in Einzelsitzungen machen wir es ausführlicher, so, ja, oder manchmal auch in unseren Kursen, aber ja, und dann diese beiden Filme mal zu schauen, mal zu dem anderen und zu dem einen und zu dem anderen, ja. Und dann gibt es sozusagen auch oft nochmal die Möglichkeit, dann tatsächlich hier ganz salz zu sein und beide Filme sozusagen auch, ja, nicht mehr Scham zu brauchen, sondern wirklich dich zu gründen in dem, was hier ist, was eine Sicherheit geben kann auf einer absoluten Ebene. Ja. Da, wo du gar keine Fantasien mehr brauchst. Weil das ist eigentlich die ultimative Sicherheit dann, ja, in dir selbst zu wohnen, in deinem transzendenten Wesenskern. Da gibt es dann wirklich auch sowas wie so eine, ja, eine Sicherheit, die daran besteht, dass du sogar die Unsicherheit des Lebens vollkommen zulassen kannst, ja. Auch den möglichen Tod des Körpers oder Verluste, ja. Aber manchmal ist es auch hilfreich, sozusagen erstmal das Nervensystem ein Stückchen zu beruhigen, ja, damit es dann Zutrauen fasst, wirklich vollkommen hier zu sein. Ja, die Sandra, die die Frage gestellt hatte zu Sicherheit finden, schreibt: Herzlichen Dank für die wertvollen Antworten. Was für ein schöner Spiegel für mich. Okay, ja, danke für Gut. die Fragen. Lisbeth schreibt auch: Vielen Dank, ihr beiden.
Ja, danke auch für die Fragen und die Anregung. Ja, und eure Präsenz auch auf Zoom ist es einfach schön, auch Ja. euch zu sehen, jetzt gerade die Gesichter, die wir sehen können und einfach, ja. Na, auch wenn ihr jetzt nicht gesprochen habt, vielleicht einfach schön, euch alle zu sehen. Mariari und Felix und Renna. Und Zifter. Und Zevta, ja. Und ja, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich schon, aber ja, ob ihr das wahrnehmen könnt, alle, ja, wirklich, wie das Sein durch uns alle strahlt, ja, auf seine individuelle Art und Weise, ja, strahlt es durch alle Augen, durch alle Präsenz. Und es ist einfach schön, das zu sehen und zu empfangen. Ja. Seid ihr zwei weit weg von München wegen einer, wegen einer was? Sieht da das geschrieben, ne? Ja, ich lese mal vor. Wegen einer. Ach Sefta so. schreibt, seid ihr zwei sehr weit weg von München wegen einer Ja, Einzelsitzung? früher waren wir sogar mal für Satsang auch öfter mal in München, aber jetzt lange nicht mehr. Demnächst sind wir am Bodensee. Ist aber auch ein bisschen weiter. Ja, aber also Einzelsitzungen bieten wir auch online an. Also das ist manchmal für viele auch eine Möglichkeit, ne? Also da, so. Aber natürlich ist es auch schön, sich zu begegnen. Aber bieten wir auch online an. Aber im Moment sind wir nicht in der Nähe von München, ne? Genau. Im Moment sowieso nicht. In Hamburg sind wir. Genau. Ach Also, so, ja, beziehungsweise stimmt, das ab seht ihr ja. Montag am Bodensee. Genau. Hat man. Bietet ja Enneagramm-Seminare an, auch zwei Satsang-Termine haben wir am Bodensee. Ist auch ein Ausflug wert, sehr schöner Ort. Und ja, hat mal zwei Enneagramm-Seminare. Was eine spannende Sache ist, wirklich diese Schattenanteile in uns auch bewusst zu beleuchten und auch essentielle Qualitäten auch zu entdecken. Ja, aber das ist ein Thema für sich.
Und auf Amrum sind wir im August. Amrum ist auch die Reise wert, auch von München aus, höre ich. Ja. Gibt es gute Verbindungen. Ja, gibt es sonst noch Fragen im Chat oder wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hättest du was gesagt, Corinna, ne? Im Moment nicht, warte. Nee, im Moment gerade nicht. Es ist auch einfach schön, so still zu sein. Ja. Manchmal ist es, je stiller es ist, desto mehr strahlt es manchmal. Aber Fragen sind auch noch willkommen. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Sonst können wir es auch so langsam klingen lassen. Auch schön, dich zu sehen. Lieber Setu. Ansonsten, weil die Vasito auch gerade aufgetaucht ist und er ja auch mit als bestes Ja, aufgetaucht. Na, schon wieder da. Naja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil sowohl wir als auch die Vasito als Speaker sind bei einem kommenden Online-Kongress. Der irgendwie ganz spannend ist, finde ich. Da heißt Scheinheilig, die Schattenseiten der Spiritualität. Hört sich ein bisschen provokativ an, aber wir finden das ganz spannend. In dem Sinne, es ist der Hajo Michels, der das macht. Der selbst eine tiefe Verbindung mit einer spirituellen Tradition hatte und dann da aber durch bestimmte ja, Skandale und Missbrauch auch dann da seine Erfahrung gemacht hat, auch mit Schattenseiten. Und der ist ganz engagiert, einfach auch zu gucken, ja, so also nicht betont die wertvollen Seiten von spirituellen Zugängen, aber eben auch, dass es da manchmal Missverständnisse, Verzerrungen, Einseitigkeiten gibt. Wir finden das eigentlich ganz schön, dass das auch beleuchtet wird, auch von innerhalb der spirituellen Szene. Einfach damit das auch transparent wird manchmal, dass bestimmte Sachen vielleicht, ja, nicht, bestimmt, man in bestimmte Fallen nicht gehen muss und auch für gesellschaftliche Anerkennung von Spiritualität wächst auch dann, wenn es auch manchmal eine kleine Selbstkritik geben kann oder eine angemessene Selbstkritik. Vielleicht, falls euch das interessiert, ist wahrscheinlich auf deiner Website, aber da auf Jetzt TV auch eine Werbung geschaltet, ne, oder so. Ja. Ich bin allerdings nicht als Sprecher da, sondern ich habe ihm zu diesem Online-Festival oder Ich dachte, du wärst auch Kongress. sogar als Sprecher noch dabei, Nein, das nicht. Habe ich ihn interviewt und das ist auf Jetzt TV auch schon Oh ja, veröffentlicht. Okay. Könnte man sich Und dann er stellt das wohl auf seiner Seite erst, wenn der Kongress läuft, online, ja. Ach so, okay. Ja, Ah ja, ich dachte, das. Ja. Ah ja, okay. Ja, gut, aber stimmt. Genau, wer sich darüber informieren will, der kann also gern auf stimmt, Jetzt du hast, TV schauen. Wer sich darüber informieren will, das gut, Interview gut. sagt dann schon viel zum Kongress aus, ja. Ah, gut. Ja, schön. Ja, das ist doch auch toll. Dann hast du das direkt als Jetzt TV-Beitrag auch auf deiner Seite, Ja, das Interview mit ihm. Ja, genau. Ja, ah, schön. Gut, auf unserer Seite findet man es natürlich auch unter Termine, unter Kongresse. Ja. Ne? Und wir wollten eigentlich auch noch ein kleines Video dazu aufnehmen, warum und wieso wir das eben wichtig finden, tatsächlich als einen konstruktiven Beitrag gerade in Wertschätzung von einer authentischen Spiritualität, wie wichtig wir das finden, eben gerade dieses... Ja, in dem Sinne, das Licht des Bewusstseins auch in die Schattenbereiche leuchten zu lassen, sozusagen. Mal schauen, ob wir noch rechtzeitig dazu kommen. Aber ansonsten haben wir es jetzt hier wenigstens mal gesagt. Sunny möchte wissen, wie lebt ihr eure Partnerschaft als Mann und Frau sozusagen? Wie geht ihr damit um? In zwei Sätzen oder in drei? Sehr vielfältig, sehr, sehr, wie soll ich sagen? Auf jeden Fall genießen wir es allemal. Meistens ist es sehr lebendig. Es ist also so, ich meine, unsere Partnerschaft ist gegründet auf der Liebe zur Wahrheit, ja.
Und eben nicht auf der Liebe zur persönlichen Liebe unbedingt, ja, obwohl die auch da ist, ja. Aber das war eigentlich die Gründung unserer Partnerschaft für uns war beides klar. Wir haben uns sogar im Satsang kennengelernt, ja. Also nicht in unserem eigenen Satsang, sondern in dem Satsang von Vorher. Lehrern, ja. So insofern, wir hatten beide das Interesse an transzendenter Wahrheit und das war das Wesentliche, die wesentliche Ausrichtung in unserem Leben. Und dann hat sich das ja freudvoller oder als Geschenk ergeben, dass wir auch in der Partnerschaft sozusagen zusammenleben können und mittlerweile ja auch ja zusammenarbeiten und leben und Partnerschaft haben. Also eine intensive persönliche Verbindung natürlich auch. Und sonst ist einfach vieles, was einfach eine normale Partnerschaft ausmacht, aber eben auch diese Verbindlichkeit zur Wahrheit. Und das bedeutet, dass wir letztendlich auch ja immer wieder selbst bei uns schauen. Ja, es ist nie der Partner, der verantwortlich ist für das eigene Glück. Ja, wo solche Muster bei uns manchmal auch noch auftauchen, dass wir denken, der andere sollte doch bitte so und so sein, damit ich zufrieden sein könnte, müsste Partner so sein und umgekehrt. Ja, aber wirklich, ja, diese transzendente Ebene in uns wirklich da dabei zu bleiben. Ja, in dem Sinne, klar, kann das schon sein, dass das in der Qualität einen Unterschied macht. Wir machen natürlich auch manchmal dann Paarberatungen, wir machen Einzelgespräche auch immer noch, wir machen auch Paargespräche gerne sogar. Und klar, kriegen wir da mit, dass oft das genau natürlich die größte Schwierigkeit ist, wenn es da stecken bleibt, wenn es da eben, wenn es in dieser persönlichen Erwartung, der andere solle sich doch bitte so verhalten, dass es mir gut geht. Das hat oft die schlechtesten Chancen auf ein glückliches Gelingen. Ja, oder je mehr einfach eine Bereitwilligkeit da ist, bei dir zu sein, Selbstverantwortung zu übernehmen, ja, umso besser die Chancen einfach, dass sich die Partnerschaft auch gesund entwickeln kann. Beziehungsweise einfach in der Bereitwilligkeit, sich selbst weiterzuentwickeln. Es ist eine lebendige Partnerschaft. So, kurz gefasst. Und ne, es ist auch in dem Sinne ein Geschenk, dass wir viel Gemeinsamkeiten einfach auf dieser absoluten transzendenten Ebene haben. Und gleichzeitig unsere Persönlichkeiten sind sehr unterschiedlich. Das heißt, wir geraten manchmal auch immer noch mit sozusagen an Punkte, wo Gewohnheiten ganz anders sind, Wahrnehmungen ganz anders sind als, ja, zwei unterschiedliche Nervensysteme. Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Bedürfnisse unterschiedlich. Ja, Ja, und das ist, manchmal schier unvereinbar. ja, und manchmal bringt das auch ein gewisses Feuer, eine Reibung oder manchmal einen Streit oder eine Enttäuschung mit sich, so. Und das ist gleichzeitig noch wieder ein Katalysator eigentlich, dass wir merken, aha, da ist noch so ein Ich, Best-Ich ist jetzt ein blödes Wort, aber so, ne, so, da sind noch Gewohnheiten, die eigentlich eher Leiden erzeugen und wo wir dann, die da eigentlich dadurch offensichtlich werden, dass wir halt so eine starke Nähe haben. Insofern gibt es auch durchaus mal Herausforderungen, aber auch spannende Verfeinerungen und auch dann wiederum eine Verfeinerung von Intimität und Nähe, die wir zulassen können. Also auch der persönlichen Ebene. Und die ist auch wunderschön. Ja. Ja. Nähe, persönliche Nähe auch leben können und das genießen wir auch. Also insofern freue ich mich darauf, mit Padma nachher im Bett zusammen einschlafen zu können. Und dann alles zu vergessen. Genau. Ja, Michaela schreibt noch im Chat, danke. Ja, danke. Und interessant, wie unterschiedlich Leben sind. Ne? So, wir haben halt, ne, ich meine, wir sind ja jetzt auch schon 1998 sind wir zusammengekommen. So, also wir haben eine lange Beziehung. Ne?
Über 25 Jahre. Und es gibt Menschen, die haben keine intime partnerschaftliche Beziehung. Also ich meine Ramana zum Beispiel oder Thich Nhat Hanh. Ja, ich glaube, Thich Nhat Hanh hat auch keine, ne, so als Mönch gelebt. Ja, Nie davon so. gehört, ne? Und leben alleine und in der Hingabe oder in dem Interesse an Wahrheit und starke Verwirklichung. Ja, ganz anderes Leben äußerlich und auch möglich. Ja, gibt keine Form, bestimmten Formen, in der Leben stattfinden muss. Wenn sich das ergibt, dann findet Partnerschaft statt und wenn nicht, dann nicht. Ja. Oder verschiedene Formen von Partnerschaften, da gibt es keine Vorgaben. Und eher dann, wenn man denkt, man sollte eine Partnerschaft haben und hat gar keine, dann ist das Leiden. Oder man denkt, man sollte eigentlich lieber allein sein, aber hat gerade eine Partnerschaft, dann wäre das auch Leiden. Da wären wir wieder bei dieser menschlichen Fähigkeit, unzufrieden zu sein, und zu glauben, irgendwas sollte anders sein. Ich lese noch einen letzten Kommentar vor. Ja, Sunny okay. schreibt: Lieben Dank, bin berührt von eurer Beziehung. Ja. Ja. Danke, danke fürs Ja. Danke. Und für die Berührbarkeit. Ja. Ja, wir sind auch sehr dankbar. Wolltest du noch was sagen gerade, Devasit? Ja, vielleicht jetzt ganz am Schluss noch das Thema Spenden. Also Ah, ja. ihr habt bestimmt auch nichts gegen Spenden. Ihr seid zufrieden, wie es ist, aber wenn mehr Spenden kommen, seid ihr bestimmt auch zufrieden. Ja, Ja, danke. und Genau. uns Ja, jetzt danke. e.V. geht es genauso. Ja. Also wenn ihr was zurückgeben wollt, Spenden sind sehr, sehr willkommen. Und wenn es nicht sein kann oder soll, dann ist auch okay, aber trotzdem, ja, herzliches Ja. Dankeschön an alle, die auch schon gespendet haben und auch alle, die ihr hier dabei seid, weil ohne Ja. euch hätte jetzt der Form, was wir machen, auch keinen Sinn. Also wir sind euch auch dankbar. Ja. Ja, danke. Also, ja, danke auch an Jetzt TV, dass ihr immer diese Ja. Räume zur Verfügung Wie stellt lange und machst du das jetzt? Auch Corinna schon auch. Ja. 25 Jahre oder mehr, oder? Ja, seit Wahnsinn. 2006, also ich muss immer rechnen, ne? Im Herbst, Ja. dann 18 Jahre, ja. Ah, ja. Wow. Ja, toll. Danke dir, was seh du. Ja, Ja, danke euch auch allen. genau. Und ja, wenn es dann einen Impuls gibt, was zu spenden, ja, könnt ihr schauen, ob ihr für jetzt TV spendet oder ein kleines Teil auch für uns oder wie es einfach für euch kommt. Ne? Gebrauchen können wir es. Gebrauchen ganz wahrscheinlich die Passeto und das Team auch. Und je nachdem. Okay. Ja, dann. Gut. Ja, ich würde sagen, lass uns noch 2, 3 Minuten in Stille sitzen, das ausklingen Ja. lassen. Ja? Ja. Danke. Für diejenigen, das resoniert vielleicht dieses Thema mit Sicherheit noch, habe ich einen ganz kleinen Vorschlag für ein kleines Mantra oder eine kleine Formel, wenn ihr sie ausprobieren wollt, jetzt oder mal zu anderen Zeiten. Ja.
ist auch eine aus transzendenten Sicherheit, die wir auch manchmal im Geist fast Kontakt mit, zu der wir Kontakt aufnehmen können. Das ist einfach, wie wäre es, wenn der Gedanke, ich bin sicher, oder diese Formulierung einfach mal, wenn ihr das mal als einen kleinen Gedanken zwei, dreimal wiederholt. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Und wenn das resoniert, dann könnt ihr einfach spüren, wie das ist, diese transzendente Sicherheit wahrzunehmen, sich da hinein zu entspannen. Ich bin sicher. Und dann vielleicht sogar ohne das, diese Formulierung, ohne das Wort, eher so in wortloser Resonanz mit einer tieferen Sicherheit.
Danke für die Begegnung mit euch. Danke fürs Satsang. Om Shanti. Ja.